Glitzerwelt Fußball. Umjubelte Stars, ganz oben angekommen. Ja, ein Riesentraum. Das war immer das, was ich wollte. Porat! 3-2, was für ein Spektakel! Ja, das ist schon einfach Druck an sich. Die Realität der Traumwelt. Um einiges schwieriger oder komplizierter als angenommen. Der Weg der Talente hart, geprägt von Druck. Wie unmenschlich ist das Fußballgeschäft? Schwimmen in einem Haifischbecken und Ellenbogen ausfahren. Das wird dann schon immer abgerechnet am Ende des Jahres. Das hat das kaputt gemacht, was mich so ausgemacht hat damals. Drei Menschen, drei Perspektiven auf den harten Umgang mit Talenten. Man sieht, wie junge Menschen einfach gebrochen werden. Im Leistungsnachwuchsfußball gibt es Entscheidungen, die hart sind. Der Mensch, der Fußballer, ist ein Objekt. Und das kann es doch nicht sein, oder? Julia Porat ist Mutter. Mutter von Fußballer Finn Porat. Schwelgen in Erinnerungen. Der Blondschopf. Neben Finn hat sie noch drei weitere Kinder. Das Familienbild früh geprägt von Fußball. Er hatte immer den Ball am Fuß. Immer, immer, immer. Schon total vergilbt. Da sieht man erst mal, wie alt der ganze Spaß schon ist. Hier U17 wird er in Reus, weil sie ihn in der Nationalmannschaft auch links außen haben spielen lassen. HSV-Juwel, ja. Und das sind solche Schlagzeilen, wo mir die Nackenhaare hochgehen. Das sind so die Momente, wo die Kinder, die noch Kinder sind, dann schon so hoch gepusht werden und dann als HSV-Juwel, dann hast du gleich den Stempel und wenn du dann nicht geerdet wirst von deiner Familie oder von Freunden, dann hebst du einfach ab. Und das passiert so häufig. Hoch hinaus will ihr Sohn schon früh. Mit 6 der Sprung in die Fußballwelt. Sie hat ihre Erfahrungen gesammelt, will auf die Schattenseiten aufmerksam machen. Finn hat damals schon sehr viel Geld verdient mit 17 Jahren. Und wenn du dir dann alles kaufen kannst und die große Sportwagenmarke kommt und stellt dir dann mit einem 1% Leasing das dicke Auto vor die Tür, das dann dickster ist als alle Trainerfahrzeuge oder Internatsleiterfahrzeuge. Ich meine, das sind Jungs, ne? Also was willst du denn erwarten? Natürlich sind die im Begriff abzuheben. Und dann kommt der große Absturz, wenn es dann plötzlich aber nicht klappt. Was ist denn dann? Der eingewechselte Porat. Porat! 3-2, was für ein Spektakel! Und da kommt Finn Porat, abgefälscht, Ausgleich, 51. Minute. Ja, ein Riesentraum. Ich habe schon immer wieder das Gefühl, dass wenn ich in den Stadien stehe, dass ich schon das genießen kann und immer auch wieder weiß im Hinterkopf, okay, das war immer das, was ich wollte. Und ich versuche das auch zu genießen, weil ja, das schon das Coolste ist, wenn man irgendwie diesen Traum, den man als kleiner Junge hatte, dann so verwirklichen kann. Doch der Weg zum Profitraum, bei vielen auch mit Albträumen verbunden. Bereits in ganz jungen Jahren. Ja, das ist schon einfach Druck an sich. Also schon einfach, dass man Momente hat, wo man Angst hat, dann nicht übernommen zu werden ins nächste Jahr oder nicht gut genug zu sein, dass man schon einen Druck verspürt, mehr zu machen, mehr zu arbeiten daran. Finn Porat und Fiete Arp sind erst Mitte 20, haben in ihren Karrieren aber schon einen langen Weg zurückgelegt. Kräfteraubende Reisen. Das Gefühl auf dem Platz habe ich mir einfach sehr befreiend vorgestellt, weil ich dachte, wenn du denn irgendwann da angekommen bist, dann kann dir ja eh keiner mehr was erzählen. Denn bist du
so selbstbewusst und so zufrieden mit dem Zustand, dass du einfach jeden Tag rausgehst und es genießt, vor x-tausenden Fußball zu spielen. Und wie war dann die Realität? Ein bisschen erdrückend, klingt negativ, aber auf jeden Fall um einiges schwieriger oder komplizierter als angenommen. Julia Porat auf dem Weg zum HSV-Campus, dem HSV-Internat, zusammen mit ihren früheren Kollegen. Rund 2 Jahre war sie hier Mitarbeiterin, bevor sie Anfang 2020 die Stelle der Internatsleitung bei Borussia Dortmund übernommen hat. Das HSV-Internat, auch jahrelanges Zuhause von Finn und Fiete. Gucken wir uns mal den Saal hier an, was hier so alles möglich ist. Ne? Hier hängen sie, die es geschafft haben. André Hahnklang, den Kriminellen, ja. Sören Bertram, kennt man alles noch. Bayern München. Ja, ja, ja. Paris Saint-Germain. Alle dabei gehabt, ey. Wahnsinn. Genau, hier sind sie alle beisammen, die Fleißigen. Vereint an der Wall of Fame. Der 1% der Talente, die es hier aus dem Nachwuchsbereich in den Profikader schaffen. Das allererste Mal, als ich hier lang gegangen bin, hing nur Finn hier. Da gab es diese ganze Wand nämlich noch nicht, sondern da hatten sie nur als allererste so als Ansicht Finny dran gehangen. Und da bin ich auch, ich bin irgendwie aus dem Athletikraum gekommen und kam dann hier lang, dass so, huch, ach, ja Mensch, den kenne ich. Aber ich finde es schön, weil es auch Wertschätzung zeigt, auch den Spielern gegenüber. Und zum Beispiel auch für die Jungs, die jetzt hier immer dran vorbeigehen, auch so ein Ziel zeigt. Ja, guck mal, der war mal hier im Internat, der war hier mal in der Jugend, der hat in der U11 angefangen. Und du kriegst als Spieler natürlich dann auch so die dichten Vorbilder hier präsentiert. Und das finde ich total schön. Aktuell sind 180 Kinder und Jugendliche Teil der Talentschmiede des HSV. Den Vorbildern nacheifernd. Zwischen Traum und Wirklichkeit. Also bei Finn weiß ich das nun ganz genau. Der ist so fußballverrückt, der kann ja gar nicht anders. Ja. Und wenn du dieses Verrückte nicht hast, wenn es von außen gekommen ist, dieser Druck gekommen ist, du musst jetzt Profifußballer werden, dass sich da quasi die Spreu vom Weizen trennt. Ja, auf jeden Fall. Bin ich auch dabei, dieser Wille. Ne? Ich will das erreichen. Und ich weiß auch von anderen, die schon viel vorformuliert haben, als sie noch klein waren, ich möchte Nationalspieler werden oder ich möchte dort. Also das heißt, dieser Wille, auch in schwierigen Situationen, meinem Ziel treu zu bleiben, das ist wirklich ziemlich ausschlaggebend. Es geht beim Fußball eben vermehrt um Konkurrenz. Es geht vermehrt darum, es ist quasi wie so eine kleine Ich-AG. Jeder ist irgendwie nur für sich zuständig. Und dass er weiterkommt, dass er auf der Position spielt, wo er spielen will. Und es geht nicht um Schwimmen in einem Haifischbecken und Ellenbogen ausfahren oder den anderen als Konkurrenten in irgendeiner Form niedermachen müssen. Teilweise fragt man sich ja auch, habe ich auch schon von Spielern gehört, muss ich mir wirklich wünschen, dass der direkte Konkurrent sich verletzt, damit ich dann Einsatzzeiten kriege? Und das kann es doch nicht sein, oder? Julia Porat arbeitet als Coach für Fußballer und Eltern, die Sorgen haben und einen Rat brauchen. Aktuell veranstaltet sie Workshops, um Elternbeauftragte für Vereine zu schulen. Sie möchte für mehr Menschlichkeit im Umgang mit Talenten sorgen, für ein gegenseitiges Verständnis zwischen Verein und Eltern, für mehr Wertschätzung. Schließlich sind Eltern emotional einer der wichtigsten Begleiter im Leben ihrer Kinder. Von den Vereinen werden sie aber zu oft außen vorgelassen. Sie hat alle Seiten des Fußballmutterseins miterlebt. Mit 6 Jahren ist Finn nicht mehr vom Ball zu trennen. Er gilt schon damals als großes Talent. Vom SF Herrnburg geht's zum VfB Lübeck. Mit 14 der Sprung zum HSV. Er durchläuft alle Nachwuchsmannschaften und merkt da erstmals, dass Fußball mehr ist als nur Spaß. In der Jugend geht es halt immer darum, irgendwie so in die nächste Altersklasse zu kommen. Also nach dem Jahr wird halt immer aussortiert. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass das schon krass ist, wenn man immer das Gefühl hat, okay, ich habe ein Jahr Zeit, mich zu beweisen.
Und du hast es halt vielen anderen auch angemerkt, dass immer das halt das große Zittern am Ende des Jahres war, okay, werde ich übernommen ins nächste Jahr, darf ich nächste Saison noch hier noch spielen? Da hat man dann schon irgendwann gemerkt, dass dieser einfache Spaß, der es halt immer war für mich, dann auch so wurde, dass ich gemerkt habe, okay, das wird dann schon immer abgerechnet am Ende des Jahres. Der Mensch, der Fußballer ist ein Objekt im Nachwuchsfußball oder auch im Fußball überhaupt. Du hast nie den Menschen, sondern es geht immer nur darum, welche Leistung er bringt. Ist er heute fit? Wenn nicht, wird er fit gemacht in irgendeiner Form, sodass er dann dem Verein, der Mannschaft helfen kann. Aber es geht für meine Begriffe, selbst im Nachwuchsfußball, auch in den jüngeren Ligen, geht es nie um den Menschen, sondern es geht darum, dass er seine Leistung bringt. Finns Karriere beim HSV, zumindest bei den Profis, von kurzer Dauer. Einwechslung beim Bundesligaspiel gegen Hoffenheim am 20. November 2016 in der Nachspielzeit. 12 Sekunden Fußball, Bundesliga. Es sollen die einzigen bleiben. Danach nur noch Einsätze in der zweiten Mannschaft, vierte Liga statt Bundesliga. Er wird verliehen nach Unterhaching in die dritte Liga. Ein Tänzchen und ein super Auge für Finn Porat. 7 Minuten nach Wiederanpfiff der Ausgleich und erster Saisontreffer für die Leihgabe des Hamburger SV. Ausgeliehen. 800 Kilometer entfernt von zu Hause. Weit weg auch von seinem Traum der großen Profikarriere, zwischen Verletzungen und Frust. Es sind halt Rückschläge da, die ganze Arbeit, die du schon reingesteckt hast, irgendwie schon so ein bisschen gefährden. Da gibt es schon viele schwierige Momente, ja. Er kennt diesen Druck, zurückzukommen. Nach Knöchelbruch, Handbruch und Schulterverletzung. Ja, krass. Krass frustrierend. Ich war nie wirklich verletzt vorher und auf einmal so Schlag auf Schlag für anderthalb Jahre, glaube ich, fast so. Und da gab es dann schon den Moment, wo ich danach gesagt habe, okay, wenn es nochmal so passieren sollte, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwann die Kraft dazu habe, das immer wieder und immer wieder und immer wieder zu tun. Momentaufnahmen, obligatorische Kontrolltermine vom DFB. Alle 3 Jahre wird die Arbeit mit den Fußballtalenten begutachtet. Hier trainieren Talente der U14, U15 und U16 von Arminia Bielefeld in ihrem Schulalltag. In einer Eliteschule des Fußballs. Die 56 Nachwuchsleistungszentren Deutschlands arbeiten mit diesen eng zusammen. Leistungssport wird hier in den Schulalltag eingebunden. Ein duales Konzept der Talentförderung. Den Sprung zu den Profis schaffen bundesweit gerade einmal 3%. Der Rest hat ausgeträumt. Im Leistungsnachwuchsfußball gibt es natürlich immer Entscheidungen, die hart sind. Ob jemand im Leistungszentrum verbleibt, in den nächsten Jahrgang übernommen wird. Und in dem Moment habe ich natürlich immer die Attitüde, das ist halt wenig menschlich. Aber in allen Bereichen, in dem ich mich einem Leistungsprinzip unterwerfe, inwieweit auch immer ich das dann halt definiere, gehe ich immer in diese Gefahr, halt auch enttäuscht zu werden und in Anführungszeichen unmenschlich behandelt zu werden. Damit machen die Vereine und die Fußballfunktionäre, die Kinder, und das sind Kinder, die sie da vor sich haben, zum Objekt und gucken eben nicht, wie ist denn seine Persönlichkeit, wie können wir sie ihn dann in seiner Persönlichkeit entwickeln, wie können wir ihn in seinem Menschsein entwickeln. Und man sieht, wie junge Menschen einfach gebrochen werden, wie junge Menschen den Spaß an dem, wo sie am allermeisten Spaß hatten, wo sie so viel Zeit, Kindheit gelassen haben, einfach aussortiert werden, dran zerbrechen, keine Lust mehr drauf haben, weil es einfach alles zu viel ist. Wie oft Fußballtalente an dem Druck zerbrechen, hat Julia Porat schon oft miterlebt. Als Mutter, aber auch als Internatsmitarbeiterin.
mehr Menschlichkeit reinbringen in diese Maschinerie. Das versucht Julia auf ihre ganz eigene Art. Julia, oder wie ich sie immer genannt habe, Frau Porat, hat damals einen sehr, sehr angenehmen frischen Wind reingebracht, weil sie natürlich aus einer Erfahrung arbeiten konnte, die viele nicht haben, nämlich dass ihr Sohn selber schon im Internat gelebt hat. So, und Finn und ich, wir sind einfach auch ähnliche Typen, würde ich sagen, in gewisser Hinsicht. Sodass ich gerade besonders mit ihr einfach sehr gut klargekommen bin, weil sie einfach die Erfahrungswerte hatte. Besonders damals in dieser Zeit, wo ich halt relativ erfolgreich war und auch in dem Profibereich angekommen bin, war Julia Porat eine extrem wichtige Person für mich, einfach weil sie dauerhaft versucht hat, diesen Ausgleich wirklich herzustellen. Fiete Arp, in Bad Segeberg geboren. Mit 4 Jahren beginnt er beim SV Wahlstedt mit dem Fußballspielen. Das stand in jedem Kinderfreundebuch, das ich früher ausgefüllt habe, dass Fußballprofi mein Ziel ist oder mein Wunsch. Mit 10 entdeckt ihn der große HSV. Ich weiß nicht, damals ging es alles so Schlag auf Schlag und so drunter und drüber, dass ich das in den Augenblicken gar nicht so richtig wert und auch nicht richtig einschätzen konnte. Aber ja, das sind immer noch Erinnerungen, die halt nie vergehen werden und halt auch Erinnerungen, die dich jeden Tag so ein bisschen dran erinnern, wofür man das eigentlich macht und was am Ende für ein Gefühl dabei entstehen kann. Bei der Vormittagseinheit versammelte Trainer Markus Gisdol 22 Spieler um sich, darunter auch 4 Nachwuchstalente. Der jüngste von ihnen ist Jan-Fiete Arp. Der 16-Jährige ist Mittelstürmer in der B-Jugend des Clubs. Schnell wird Fiete Arp zum Vorzeigetalent auserkoren. Mit 16 schon im Mittelpunkt. Sein Bundesliga-Debüt mit 17 Jahren. 30. September 2017 gegen Werder Bremen. Es wird der Startschuss vom Fiete-Hype. 3 Spieltage später sein 2. Einsatz bei den Profis. Märchenreif für Außenstehende. Papadopoulos und dann ab! Gibt's doch nicht! Was für eine Geschichte! Der 17-Jährige. So will man einen treffsicheren Goalgetter sehen. Er ist damit der bis heute jüngste Torschütze der HSV-Bundesliga-Geschichte. Die HSV-Fans hoffen wieder. Ein 17-Jähriger wird zum Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Tor, 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 Tor! Jan-Fiete Arp, ein 17-Jähriger! Ich glaube, bei mir hat es am Ende so einen unglücklichen Jojo-Effekt ausgelöst, weil ich halt selber dauerhaft versucht habe, das abzublocken. Und halt selber immer wieder gesagt habe, nee, das stimmt alles nicht. So, du bist vielleicht gut, aber so gut bist du auch nicht. Und so kommst du eigentlich in der Phase, wo du vor Selbstvertrauen strotzen solltest, in so ein dauerhaftes Gespräch mit dir selber, wo du sagst, ja, so gut bist du nicht. So gut, wie alle es dir erzählen, wie alle es dir attestieren, bist du einfach nicht. Und das hat, glaube ich, gerade zu dem Zeitpunkt ein bisschen das kaputt gemacht, was bei mir eigentlich, oder was mich so ausgemacht hat damals. Und das war halt dieses unbeschwerte Spielen. Er drückt. Von allen Seiten Erwartungen. Ein Talent zum HSV-Retter auserkoren. Unaufhaltsamer, unmenschlicher Druck. Mit Vereinsikonen verglichen. Aus uns Uwe wird uns Fiete. Kai Havertz war der neue Marco Reus, dann kam Florian Wirtz, der war der neue Kai Havertz, während Kai Havertz aber noch der neue Marco Reus war. So, und gefühlt werden immer wieder diese Vergleiche hervorgeholt. Und ja, ich glaube, im Nachhinein wäre es mir lieber gewesen, wenn ich einfach immer der erste Fiete Arp gewesen wäre. Fiete tat mir total leid, weil ich diesen großen Druck gesehen habe. Und er als dieser große Retter überall hingestellt worden ist und eben auch sagte, es ist ihm alles viel zu viel. Man selber fühlt sich so ein bisschen ohnmächtig, weil du kommst ja auch als Betreuer, wenn du so in diesem kleinen Internat da bist, kommst du nicht gegen dieses Riesenstadion oder gegen die Fans in der Stadt gegen an. Und wenn dann so jemand wie Fiete kommt und einen Rat haben will, ja, dann kannst du natürlich sagen, lass das an dir abprallen, aber das kann kein 15-, 16-, 17-Jähriger an sich abprallen lassen.
Den HSV-Abstieg kann ein Talent auch nicht verhindern. Die zweite Liga ruft und aus München ein großer Vertrag. Mit dem Stempel Deutschlands Top-Talent angekommen im Zirkus der ganz Großen. Mit großen Namen, mit zu großem Erwartungsdruck. Es folgt ein Platz als Bankdrücker. Ich war 19 Jahre alt und habe nicht mal 20 Bundesligaspiele gehabt, glaube ich. Das war für mich das größte Problem, das ich am meisten von mir erwartet habe. Ich hatte viele Gespräche, ob das mit Trainern, Verantwortlichen war, wo mir auch gesagt wurde, du hast die Zeit, so mach dir den Druck nicht. Aber genau das waren die Phasen, wo ich dann mir diesen Druck doppelt und dreifach gemacht habe. Und jede Saison wird es dann Spieltag zu Spieltag irgendwie unwahrscheinlicher, dass die Saison noch positiv gewertet wird am Ende. Und jedes Spiel, das du spielst, wo du halt kein Tor oder keine Vorlage machst, gilt dann für dich fast als verlorenes Spiel, weil du weißt, am Ende zählt halt das für die meisten nur, was am Ende auf dem Scoreboard steht. Ich muss mit dieser Wand jetzt darüber. Für Julia Porath zählen nicht Fakten. So. Sondern der Mensch dahinter. Sie schult Interessierte für den Posten des sogenannten Elternbeauftragten. Jetzt kommen wir dazu, wie wir es uns leichter machen können, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Aber vor allen Dingen, wie wir die Eltern und die Trainer so lesen können durch ihre Körpersprache. Seit dieser Saison ist ein Elternbeauftragter bei Profivereinen verpflichtend. Verdienst auch von Julia Porath, die beim DFB vorgesprochen hat. Die Nachfrage bisher aber ausbaufähig. Also ich habe mich dann beworben bei Werder Bremen und bei Holstein Kiel und beim VfB Lübeck. Und bei Werder Bremen war eben keine Vakanz. Ich denke mal, dass sie da intern besetzt worden ist, die Stelle. Und beim VfB Lübeck hatte ich sogar ein Telefonat kurz. Aber die haben eben, da ist es halt so, dass sie noch kein Leistungszentrum haben. Und von daher ja, ist natürlich auch immer eine finanzielle Sache. Und da könnte der DFB vielleicht mal gewisse Sachen vorgeben, dass das auf den richtigen Weg gebracht wird. Also wir sind auch nicht die Institution, die überall prüft und überprüft. Es gibt eine maximale Eigenverantwortung und auch ein Eigeninteresse der Clubs und der Leistungszentren. Also der DFB ist nicht die Institution, die überall da mit dem Hammer hingeht und sagt, okay, so muss es funktionieren, so darf es nicht funktionieren. Und die Clubs, fängt bei den Amateurclubs an, sind erstmal die handelnden Akteure. Und in der Regel haben sie ja auch ein großes Interesse daran, die Kinder, die Jugendlichen bestmöglich zu begleiten und zu betreuen. Eine Kontrolle des DFB gibt es also nicht. Die Verantwortung weitergeschoben an die Vereine. Training der U16. Beim Hamburger SV betreuen Frank Weiland und Sebastian Schmidt die Talente, die im Schatten des Volksparkstadions ihrem großen Traum nachlaufen. Den Fokus auf die Arbeit mit den Eltern haben beide schon lange vor dieser Saison gelegt. Nun sind sie offizielle Elternbeauftragte. Wir wollen nicht über eine Person regeln. Dafür sind auch die Aufgaben, die normal hier anfallen, viel zu vielfältig. Dass eine Person das noch zusätzlich erledigen könnte. Oder jemand Neues jetzt einzustellen, der oder die nicht in die Dinge eingebunden ist, die bereits laufen. Das fanden wir auch schwierig. Also haben wir uns ein Team zusammen gegründet, das so aus 5 Personen besteht. Wir holen uns auch immer wieder Gäste und Gästinnen dazu und schauen, dass wir uns alle 2 Wochen treffen und darüber sprechen, was so die nächsten Schritte sein könnten in der Elternarbeit. Fußballeltern wie Julia Porath. Sie stecken viel rein in den großen Traum ihrer Kinder. 50.000 Kilometer bin ich jedes Jahr gefahren. Also wenn du nicht bereit bist, auch Opfer zu geben, dann wird das nichts. Also dann wird es auch mit der Karriere nichts. Es sei denn, du wohnst nur direkt neben einem Nachwuchsleistungszentrum und dein Kind kann immer rübergehen. Aber wenn du halt ein bisschen weiter weg wohnst und du nicht das Glück hast, dann musst du ganz krass zurückstecken. Sie kennt beide Seiten. Die der Mutter, die sich außen vor gelassen fühlt, und die Seite der Internate, die zu oft nur auf funktionierende Fußballer setzen. Elternbeauftragte sollen vermitteln. Die Eltern in die Arbeit mit ihrem Kind integrieren. Den Fußballer mit all seinen Problemen als Mensch betrachten. Habt ihr top gemacht, genau.
Ich finde gerade dieses im Team unterwegs zu sein, finde ich total gut. Also es ist für die Eltern gut. Ihr kommt aus unterschiedlichen Richtungen als Psychologe und aus dem Sport direkt. Finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde, das ist eine super Lösung, die man eben auch einschlagen kann. Nicht nur einen Elternbeauftragten, sondern eben zwei, die sich drum kümmern im Team, die sich auch entlasten, aber eben auch zwei Ansprechpartner für die Eltern, finde ich eine super Idee. Die Anlaufstelle von vielen Vereinen aber noch stiefmütterlich behandelt. Die Zusatzarbeit kommt auf die Mitarbeiter der Nachwuchsleistungszentren obendrauf. Umsetzung also noch ausbaufähig. Es ist ein Anfang. Aber im Augenblick ist es so, dass natürlich die Vereine, vielleicht der FC Bayern hat genug Geld und vielleicht auch Borussia Dortmund, aber die anderen alle, die haben ja gar nicht so viel monetäre Kapazitäten frei, um immerzu irgendwelche Leute noch einzustellen. Das ist gerade auch im Nachwuchs, ist das sehr knapp bemessen. Auch beim FC St. Pauli übernimmt die Aufgabe des Elternbeauftragten ein pädagogischer Mitarbeiter einfach mit. Doch hier wird noch einen Schritt weiter gegangen. Zu auf die Eltern und weg von den Beratern, die zusätzlich mitmischen im Geschäft mit jungen Talenten. Es geht darum, einfach die Basis mit den Eltern und den Spielern zu stärken und eigentlich niemanden anders hineinzulassen in dieses enge Ausbildungsverhältnis, das wir ja wollen. Und wir verstehen das eben ein Stück weit als partnerschaftlich. Und ich nehme immer dieses Beispiel Schule. Da ist es ja auch normal, dass ich ein Feedbackgespräch, dass ich ein Entwicklungsgespräch immer mit Schüler und Familien führe und nicht mit externen Personen. Und eigentlich möchte ich das genauso hier halten. Beim FC St. Pauli möchten sie im harten Fußballalltag für ein menschlicheres Klima sorgen. Familiärer. Vor 2 Jahren haben wir uns unterschiedliche Ziele gesetzt und das übergeordnete Leitziel war, wir wollen eine ganzheitliche, nachhaltige Ausbildung aufbauen. Und eine Mini-Vision da drin war, dass wir eben auch primär mit Spielern aus der Metropolregion Hamburg arbeiten wollen. Weil die soziale und familiäre Umgebung eben viel ausmacht. Fürs Wohlbefinden auf und neben dem Platz. Fiete Arp und Finn Porath sind inzwischen wieder zurück in der Heimat. In ihrer Wohlfühlumgebung. Ich bin ja einen Tick länger hier als Fiete und ich bin seit Tag 1 gefühlt. Ein- oder zweimal die Woche auf jeden Fall hier. Ja. Ich komme ja auch nicht von so weit her eigentlich, aber Kiel hatte ich dann doch relativ wenig Bezugspunkte. Dementsprechend war es für mich Gold wert, dass ich einen hatte, der auch weiß, was ich cool finden könnte. Die Zeiten in Bayern, ob in Unterhaching oder beim FC Bayern. Für beide keine Erfolgskapitel in ihrer Karriere. Doch sie haben ihre Lehren daraus gezogen. Deswegen ist es für mich einfach eine richtig coole Sache, hier zu wohnen, weil ich alle meine Leute so um mich rum habe. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich damals die Möglichkeit hatte, wieder so hoch in den Norden zu kommen, weil ich das schon vermisst habe, als ich in München war. Wenn du jetzt hier mal einen richtig schlechten Tag hast, dann fährst du eine Dreiviertelstunde nach Hause, ob du jetzt zu deinen Eltern oder im Notfall zu deinen alten Kindheitsfreunden willst. So, das geht dann hier halt einfach mal. Und das war damals natürlich schwer möglich in München. Jetzt können sie wieder befreit aufspielen. Vielleicht wäre auch alles anders gekommen, wären sie anders mit dem Druck umgegangen. Ob dem von außen oder von sich selbst. Im Umgang mit aufstrebenden Talenten wünschen sie sich vor allem eins. Ich glaube, der Überbegriff in dem Fall ist so die Menschlichkeit. Ich glaube, dass es einfach extrem wichtig ist zu sehen, dass das Menschen sind, junge Menschen, die da zusammenkommen und irgendwie in einer Mannschaft spielen oder im Internat zusammen leben. Ich glaube, dass der Umgang weniger damit zu tun haben sollte, wie die fußballerische Leistung ist. Wenn ich einen Menschen entwickle, dann habe ich auch einen Menschen auf dem Platz. Und das halte ich für viel wichtiger, als nochmal 2-3 Stunden am Tag Technik-Taktik-Training zu machen und mich darauf zu besinnen, wie ich meine Leistung, meine Sprintfähigkeit, meine Schnelligkeit verbessern kann. Brauchst du auch, aber du brauchst eben auch diesen anderen Part, Mensch zu sein und Subjekt zu sein und nicht Objekt zu sein.
Mehr Menschlichkeit würde helfen, damit junge Talente nicht innerlich kaputt gehen an ihrem großen Traum.